Die Diskussion über Open Data, Open Government finde ich hochspannend, hochinteressant. In Deutschland gibt es einen Nachholbedarf nach wie vor in Sachen Transparenz. Deutschland war lange Zeit Nachzügler in Sachen Informationsfreiheit. Wir haben seit 1998 zum ersten Mal in einem Bundesland ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen. Seitdem ist der Bund nachgezogen, 2006. Es gibt immer noch Bundesländer ohne Informationsfreiheitsgesetz. Da gibt es noch Nachholbedarf. Aber die Diskussion über Open Data, Open Government geht ja weit darüber hinaus. Die Informationsfreiheitsgesetze gehen von einem Modell der Information als Hohlschuld aus. Der Bürger muss aktiv werden, muss Anträge stellen. Das ist ein erster Schritt, aber er ist im Grunde nicht zureichend. Informationen müssen zur Bringschuld werden. Ich meine, Behörden und letztlich auch die Wirtschaft müssen dazu gebracht werden, von sich aus bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen, im Internet abrufbar zu machen. Das kann selbstverständlich können keine schutzwürdigen Informationen sein, wie etwa Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder aber auch personenbezogene Daten. Gleichwohl ist Berlin hier auch ein Stück weit vorausgegangen. Der Gesetzgeber hat hier im Informationsfreiheitsgesetz weitergehend als alle anderen Länder und auch als der Bund bestimmte personenbezogene Daten unter Umständen für zugänglich erklärt. Und das ist eine Entwicklung, in der man weiterkommen muss. Und ich begrüße es sehr, dass hier heute über Themen der Transparenz, des Open Government so intensiv und informell gesprochen werden kann. Ich würde mir aber auch wünschen, dass man die Debatte erweitert und erstreckt und auch Unternehmen stärker dazu bringt, offener mit ihren Kunden umzugehen, die Art und Weise, wie sie etwa Daten ihrer Kunden verarbeiten, transparenter zu machen. Da gibt es noch viel Nachholbedarf. Aber es ist gut, wenn man mit dem Staat anfängt und bei der Wirtschaft dann weitermacht.